Also ich wusste schon, aber ich wollte dich da nicht zu früh belasten damit, weil das wirklich eine sehr komplizierte Systematik ist und auch einfach nichts gebracht hat für Bayern. Wie liebevoll in der Weihnachtszeit. Es sind mehr als die vorweihnachtlichen Frotzeleien zwischen Horst Seehofer und Markus Söder, die sogar die anwesenden Journalisten für ihr Privatarchiv festhalten. Doch der Ministerpräsident und sein Finanzminister haben allen Grund, gut gelaunt zu sein. Die gesteckten Ziele in den Verhandlungen um den Länderfinanzausgleich wurden erreicht. Der Freistaat Bayern wird gut 1,3 Milliarden weniger Belastung haben ab dem Jahre 2020. Und das jährlich. Der Finanzausgleich alter Art soll damit der Vergangenheit angehören. Allen voran Bayern hat stetig kräftig gezahlt. Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zogen sich über ein Jahr hin. Der Finanzausgleich soll nun in die komplexe Umsatzsteuerverteilung eingebaut werden. Mehr Steuereinnahmen bedeuten dann am Ende auch deutlich wieder Belastung Länderfinanzausgleich. Dies wird entkoppelt. Ab 2019. Es wird entkoppelt. Das heißt, es gibt einen gedeckelten Betrag durch diesen linearen Tarif. Und alles, was wir sozusagen mehr bekommen, dürfen wir dann erstmals selber behalten. Bei der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz hatten sich die 16 Landesoberhäupter einstimmig auf dieses Verfahren geeinigt. Bei den Verhandlungen hatte sich Bayern speziell für die neuen Bundesländer eingesetzt, nicht ohne Eigennutz. Und die Zeche zahlen immer die ganz Starken, das ist Bayern. Und deshalb werden sich manche wundern, warum tritt der Seehofer für die neuen Länder ein? Oder auch für Saarland und Bremen bei den Zinshilfen. Dahinter steht die Erfahrung jetzt seit dem Jahre 2002, dass im Grunde, wenn die nicht auf die Beine kommen, Bayern bezahlt. In dem Fall halt dann mit weniger Umsatzsteuer. Für die Reform des Länderfinanzausgleichs brauchen die Länder nun den Bund. Der soll sich mit 9,6 Milliarden Euro beteiligen. Das ist rund eine Milliarde mehr, als bisher vorgesehen war. Muss man nicht erst die Begegnung abwarten, um zu wissen, wie reagiert wird. Und das sind jetzt, ist ein Vorschlag, den hat die Bundesregierung immer von den Ländern eingefordert. Jetzt liegt er auf dem Tisch, einhellig. Und ich denke, dass wir im neuen Jahr in aller Ruhe darüber reden werden. Ich bin da zuversichtlich, weil ich glaube, das ist überwindbar, was da an Auffassungsunterschieden da ist. Das Gesamtpaket soll bis 2030 Gültigkeit haben. Dann ist eine Bewertung vorgesehen. Ob die beiden bayerischen Alphatierchen dann noch dabei sind, werden wir ja sehen. Ich war immer länger da. Das verlockt natürlich zu einer langfristigen Antwort, aber die schenke ich mir jetzt. Das ist zu gute Stimmung. So, haben wir noch Fragen?